Liebe Brüder und Schwestern, Jesus möchte uns heute ermutigen, ja uns Mut machen und stärken in diesem Vertrauen, dass er mit uns ist, dass er in uns wirkt, damit wir ihn bezeugen können in der Welt. Er möchte uns ermutigen zu einem furchtlosen Bekenntnis des Glaubens. Wie schwer ist es manchmal, sich zum Glauben, zur Kirche, zu Christus zu bekennen? Ja, wenn man beim Gottesdienst versammelt ist, wenn wir alle sozusagen als Gleichgesinnte beisammen sind, ist es ja relativ leicht zu sagen, ja Herr, ich glaube an dich, ich bin Christ, ich glaube an die katholische Kirche. Aber schon sobald man diesen Kirchenraum verlässt, in diese alltägliche Umgebung kommt, ist es manchmal wirklich schwierig, ja manchmal auch schmerzlich, sich zu bekennen zu Christus. So viele haben sich vom Glauben losgesagt, wollen nichts mehr von Jesus und seiner Kirche wissen. Sie verleugnen Gott, seine Existenz. Ja, viele leben heutzutage wirklich als Heiden, sogar solche, die getauft sind, praktizieren ihren Glauben nicht mehr. Ja, gerade dann brauchen wir ganz nötig den Herrn, ja seinen Heiligen Geist, der uns schon in der Taufe geschenkt worden ist. Wir sind Gesalbte, gesalbt zu Propheten, zu Königen, zu Kindern Gottes, ja zu Priestern. Wir sollen Jesus bezeugen, uns zu ihm bekennen. Und Jesus ist immer ein Zeichen des Widerspruchs. Ja, an Gott zu glauben, seine Gebote zu halten, auf sein Wort zu hören, stößt immer auf Widerspruch, ja, auf manchmal auch auf Aggression. Das hat auch der Prophet Jeremia erfahren müssen. Er ist ein Vorausbild für Christus, für den leidenden Gottesknecht. Er verkündet die Gesetze, die Gebote Gottes, sein Wort und wird angefeindet. Ja, man trachtet ihm nach dem Leben. Man versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Und das ist auch Jesus passiert. Jesus, dem Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist. Er verkündet das Gesetz Gottes. Er ruft die Menschen zur Umkehr. Aber viele wollen nichts von dieser Umkehr wissen. Sie verschließen das Herz gegenüber dem Wort Gottes, seinem Anruf. So stößt auch Jesus auf Widerspruch. Er ist ein Zeichen des Widerspruchs, so heißt es auch in der Schrift. Und auch ihn versucht man zum Schweigen zu bringen. Ja, man versucht, diese Stimme des Glaubens, diesen Gott zum Schweigen zu bringen bis heute. Man versucht, diesen Glauben auszulöschen. Man versucht auch Christen zum Schweigen zu bringen. Ja, was würden wir tun, wenn wir vor der Wahl stünden? Ja, schwöre deinen Glauben ab oder du stirbst, du wirst getötet. Wie viele haben ihr Leben in diesen Jahren, ja in dieser Zeit jetzt hingegeben für Christus, für den Glauben? Wenn wir an die IS-Kämpfer denken, wenn wir an die Christen denken, die in diesen Gebieten gewohnt haben oder noch immer wohnen, wie sind sie herausgefordert? Ja, im Glauben, in diesem Vertrauen. Und wie viele haben wirklich für Jesus, für den Glauben, ihr Leben hingegeben? Wie viele Märtyrer gibt es in unserer Zeit?
Aus eigener Kraft können wir das nicht tun. Wir brauchen den Herrn. Wir brauchen seine Gnade, seine Hilfe, seinen Heiligen Geist. Wir sind alle schwache, sündige Menschen. Aber Jesus ist der neue Adam, der uns neu mit Gott, dem Vater, versöhnt, verbindet. Und wie es auch in der Lesung geheißen hat, durch den einen Adam, den ersten, kam die Sünde, aber durch Jesus kommt die Gnade, kommt das Heil für all jene, die glauben, für uns. Ja, wir empfangen diese Kraft Gottes durch Jesus, durch sein Kreuzesopfer, das unter uns gegenwärtig wird, wenn wir die heilige Messe feiern. Da ist Jesus mitten unter uns und möchte uns stärken zum Zeugnis für die Wahrheit. Und wenn wir heuer dieses 100-Jahr-Jubiläum von Fatima feiern, diese kleinen Hirtenkinder, der die Mutter Gottes erschienen ist, auch sie waren bereit, für diese Wahrheit des Glaubens zu sterben. Sie wurden von den Kommunisten, von dieser kommunistisch-freimaurerischen Herrschaft eingekerkert. Man hat sie mit dem Tod bedroht, aber sie sind standhaft geblieben. Obwohl sie noch so kleine Kinder waren, haben sie sich zu Jesus, zum Glauben, zur Kirche bekannt. Sie haben sich nicht losgesagt. Was für ein Wunder der Gnade. Ja, der Herr stärkt uns zum Zeugnis für die Wahrheit. Oder denken wir an Medjugorje, die Seherkinder. Auch sie unter kommunistischer Herrschaft, auch sie wurden gefangen genommen, eingesperrt, von den Kommunisten mit dem Tod bedroht, aber sie haben sich zu Jesus bekannt, zum Glauben der Kirche und zu dem, was der Herr auch durch Maria offenbart hat. Ja, die Gottesmutter, die Mutter aller Glaubenden, die Königin der Märtyrer, die Mittlerin aller Gnaden, sie ermutigt uns zum Glauben, zum Vertrauen. Sie möchte uns helfen, dass wir aus ganzem Herzen umkehren zu Gott. Und dass wir durch das Gebet diese Kraft empfangen, diese Kraft zum Zeugnis, ja diese Kraft des Heiligen Geistes. Maria ist ja die Braut des Heiligen Geistes und sie hat vollkommen diesen Willen des Vaters erfüllt, durch die Gnade Jesu ihres Sohnes, durch die auch sie erlöst worden ist. So wollen wir heute wieder neu zum Herrn voll Vertrauen kommen. Zu ihm beten, dass er uns stärke zum Zeugnis, dass wir uns auch im Alltag zu Christus, zur Kirche bekennen können, dass wir auch wir Zeugnis geben können vom Glauben, dass wir Zeugen sein können für die Wahrheit des Evangeliums, für dieses Heil, das der Vater im Himmel uns schenkt, für sein Wort. Ja, wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen Gott vertrauen, Gott unseren Vater nennen. Und der Vater im Himmel, ihm ist alle Macht gegeben. Er hat alles geschaffen und er wird unser Leben immer behüten, uns führen und leiten. Er hat einen wunderbaren Plan mit jedem einzelnen Menschen. In jedem Augenblick ist er mit uns. Alles hat er schon vorher geplant. Wenn wir uns ihm und seiner liebenden Vorsehung anvertrauen, dann sind wir sicher. Dann werden wir sicher auch dieses Ziel unseres Lebens erreichen, das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Amen.